Hallo, mein Name ist Ingo Leidecker und bei comdirect arbeite ich im Produktmanagement Trading. Ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute unsere neue Trading-App vorstellen zu können. Bei der Entwicklung war uns besonders wichtig, dass die App für Sie intuitiv, schnell und einfach zu bedienen ist. Übrigens, Sie müssen nicht unbedingt comdirect-Kunde sein, um die App nutzen zu können. Ihnen stehen auch als Interessent Marktüberblick und News zur Verfügung. Als comdirect-Kunde macht es aber viel mehr Spaß. Nun möchte ich Ihnen gerne die besonderen Funktionen unserer App vorstellen, damit Sie im Anschluss an das Video auch gleich loslegen können. Als comdirect-Kunde loggen Sie sich gewohnt mit Zugangsnummer und PIN ein. Das kennen Sie schon aus dem Online-Banking. Als nächstes vergeben Sie dann ein App-Passwort. Das App-Passwort können Sie beliebig wählen. Für Sie ist besonders vorteilhaft, dass Sie beim nächsten Aufruf der App nicht wieder Zugangsnummer und PIN eingeben müssen, sondern nur das App-Passwort. Zentrales Element unserer App ist der Übersichtsscreen. Hier finden Sie alle relevanten Informationen in 5 Bereiche untergliedert aufgeführt. Zuallererst sehen Sie die Marktdaten, als nächstes den Depotwert, die Top- und Flop-Entwicklung im DAX, Ihre persönliche Favoritenliste und Ihr persönliches Orderbuch. Das Gute ist, diese Übersicht können Sie sich selbstverständlich nach Ihren persönlichen Wünschen sortieren. Ich persönlich habe am liebsten die Top- und Flop-Entwicklung im DAX ganz oben. Auf dem Übersichtsscreen haben Sie auch die Möglichkeit, direkt zu allen relevanten Markt- und Börsennews zu gelangen. Direkt in der App. Dazu einfach nach links swipen und schon sehen Sie sämtliche News kompakt auf einen Blick. Pro Wertpapier stehen Ihnen nun mehrere Aktionen zur Auswahl. Swipen Sie nach links, können Sie kaufen oder verkaufen. Swipen Sie nach rechts, können Sie die Aktie als Favorit speichern oder einen persönlichen Alarm setzen. Ich möchte mir einen Alarm setzen und kann hieraus wählen, ob ich einen Alarm bekommen möchte, wenn eine bestimmte Kursänderung erreicht ist oder wenn ein bestimmter Wert erreicht ist. Ich wähle mir einen bestimmten Wert aus, speichere und bekomme nun eine Push-Nachricht, wenn dieser Wert tatsächlich erreicht ist. Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ganz einfach Wertpapiere suchen und finden können. Dazu gibt es 2 Möglichkeiten. Auf dem Übersichtsscreen oben rechts auf die Lupe klicken oder oben links auf das Menü klicken. Geben Sie einfach die Anfangsbuchstaben ein von dem Wertpapier, was Sie suchen möchten, und schon wird Ihnen eine passende Auswahlliste gezeigt. Ich möchte gerne Adidas finden. Jetzt sehen Sie auf einem Übersichtsscreen zusammengefasst die relevanten Informationen zu Adidas. Um sich vertieft zu informieren, haben Sie nun mehrere Möglichkeiten. Klicken Sie auf das Chartbild, erhalten Sie detaillierte Chartinformationen, in der Sie sogar mit einer Lupenfunktion detaillierte Kursinformationen abrufen können. Swipen Sie nach links, erhalten Sie aktienspezifische News, die sämtliche im Markt diskutierten Informationen zu Adidas enthalten. Sie finden Adidas interessant? Dann klicken Sie auf das Sternchen rechts oben in der Ecke und schon haben Sie Adidas Ihrer persönlichen Favoritenliste hinzugefügt. Und nun möchten wir die Adidas-Aktie auch kaufen. Das können Sie zum Beispiel aus der Favoritenliste tun. Wie Sie das schon kennen, einfach nach links swipen und auf Kauf klicken. Jetzt werden Sie einmalig aufgefordert, eine TAN einzugeben. Besonders komfortabel für Sie ist es, die TAN ist den ganzen Tag über gültig. Sie können wählen, ob Sie eine Inlandsorder oder eine Live-Trading-Order platzieren möchten. Bei einer Inlandsorder handeln Sie direkt über eine Börse, beim Live-Trading direkt mit dem jeweiligen Handelspartner. Wir wählen Live-Trading, geben die Stückzahl ein und fordern einen Kurs an. Innerhalb von 5 Sekunden haben Sie nun die Möglichkeit, zu diesem Kurs zu handeln. Schon ist Adidas gekauft. Als Alternative zum Live-Trading steht Ihnen unsere Inlandsorder zur Verfügung. Wählen Sie Inlandsorder aus, den entsprechenden Handelsplatz, zum Beispiel Xetra. Geben Sie die Stückzahl ein und prüfen Sie Ihre Order. Nun können Sie die Order bestätigen. Für einen detaillierten Überblick über Ihre Orders haben wir das Orderbuch. Das Orderbuch erreichen Sie wie gewohnt über den Übersichtsscreen. Klicken Sie einfach auf Orderbuch. Hier sehen Sie unterschieden nach offenen und geschlossenen Orders den jeweiligen Status. Eine offene Order können Sie bearbeiten, zum Beispiel ein Limit ändern oder die Gültigkeit verändern oder diese auch löschen. Jetzt haben Sie die wesentlichen Informationen der Trading-App kennengelernt. Am besten, Sie probieren es gleich einmal aus. Klicken Sie einfach hier auf das kleine i und Sie gelangen zum kostenfreien Download. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, besuchen Sie gerne unsere Website, kontaktieren unsere Kundenbetreuung oder hinterlassen einen Kommentar. Viel Spaß beim Trading!